Hallo, einen schönen guten Tag. Ich habe Taschenhalter für den Tisch. Wenn man zum Beispiel ins Restaurant geht, ich habe ja sowas immer in meiner Handtasche drin. Das hatte ich mal von meiner Mutter geschenkt gekriegt, fand das total praktisch. Das wird einfach so auf die Tischkante gehängt und dann kann man hier unten die Tasche anhängen. Dann hat man sie bei sich am Tisch, am Platz immer gut in Übersicht und kann immer schön aufpassen, was mit ihr passiert, dass da keiner rangeht und dass die auch immer da ist. Und griffbereit ist sie dadurch auch, wenn man mal ein Taschentuch sucht oder dergleichen. Sie hat diese Tischhalter, der hat drei Stück. Hier mit einem Rentier, ein Weihnachtsbaum. Das war das, was mich so besonders angesprochen hat, diese Winter- und Weihnachtsmotive. Sehr schön, aber innen auf der einen Seite alles hohl. Aber ist egal, man kann sie drehen. Man kann sie drehen und positionieren, wie man das haben möchte, wo die Schokoladenseite, die Ansichtsseite eben gerade ist. Dahin kann man es drehen. Wird es aufgelegt und wie gesagt, die Tasche angehängt. Ich persönlich habe ja andere Pläne damit. Eigentlich wollte ich das am Kamin befestigen, oben an der Zeile festmachen. Ich habe ja einen elektrischen Kamin. Ich muss mir ja um Feuer und so eine Sachen keine Sorgen machen. Das anhängen und dann wollte ich Socken dranhängen. Ich demonstriere euch das mal ganz kurz da oben am Regal. Achtet nicht drauf, da ist noch nichts weihnachtlich dekoriert. Ich bin momentan gerade erst daran, wieder ein bisschen gesund zu werden. Ich hatte mich tüchtig erkältet gehabt und habe noch gar nicht wirklich Zeit gehabt, meine Deko vollständig fertig zu kriegen. Aber das hier möchte ich euch trotzdem mal so demonstrieren. So, dann hängt das so am Kamin praktisch. Ja, muss man sich eben vorstellen, Kamin. Nicht im Büro, nicht am Schreibtisch und nicht an dem Regal. Das finde ich total schön. Und da ich jetzt vier Stück habe, kommt mir jetzt schon wieder die Überlegung, ob ich damit meinen Töchtern und meiner Schwiegertochter teile, jeden eins gebe. Vielleicht habe ich damit mehr Freude verbreitet, als wenn ich damit meine Socken befestige. Das muss ich mir noch ganz doll durch den Kopf gehen lassen. Ich finde sie jedenfalls wirklich schick, sehr hübsch gemacht und mit einem Preis von 4,50 € absolut nicht überbezahlt. Das hat wirklich was. Ein bisschen schwer in der Hand ist es auch, soll ja auch so sein, soll ja auch halten. Also ich finde die schön, ich empfehle die sehr gerne weiter. Und das war es eigentlich auch schon von mir. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!